Hallo, guten Morgen. Wie geht's euch? Gut, okay. Jetzt folge ich Lektion 10. Ich lade dich ein. Die dritte Stunde. Okay? Hier sind die Verben. Wünschen, wünschen. Wish. Einladen. Invite, feiern, celebrate, gefallen, like, spielen, play, sehen, see, helfen, help, packen, take, schmücken, decorate, mitbringen, bring, okay? Okay. Können. Können, das ist ein Verb. Was bedeutet können? Can, okay? Jetzt zeige ich die Konjugation vom Verb können. Ich, er, es, sie, kann. Nochmal. Ich, er, es, sie, kann. Du kannst. Wir, Plural, we, sie und sie können. Okay, ihr könnt. Okay, weiter. Zum Beispiel, Martin kann Blumen kaufen. Kann hier kommt Nummer zwei im Satz und konjugiert mit Martin, mit er. Okay? Und auch nimmt ein Verb am Ende der Satz, aber dieses Verb kommt im Infinitiv. Was bedeutet im Infinitiv, Frau Wolle? Endet dieses Verb mit en oder n, okay? Warum? Weil das Verb kann ist oder Modalverb ist, okay? Ist Modalverb. Janek und Mark, sie sind der Plural, können Klavier was? Können Klavier spielen. Okay, weiter. Wähle aus. Nummer 1. Du ein Bild malen. Du, ja, kannst. Jasmin könnt Blumen kaufen. Jasmin ist sie. Sie, feminin, kann. Super. Nummer 3. Meine Freunde, sie sind Plural, kannst Gitarre spielen. Ja, können Gitarre spielen. Nummer 4. Ich könnt das Zimmer schmücken. Ich kann das Zimmer schmücken. Nummer 5. Könnt ihr einen Kuchen backen? Könnt ihr einen Kuchen backen? Ja, könnt ihr einen Kuchen backen? Nummer 6. Entschuldigung, ordne. Nummer 1. Lukas kaufen kann Luftballon. Ja, Lukas kann Luftballons kaufen. Wir nehmen Lukas als Subjekt, Nummer 1. Wir nehmen auch Nummer 2, kann, das Modalverb, und Luftballons. Und am Ende kaufen, das Verb mit en. Okay, Nummer 2. Den Tisch wir schmücken können. Ja, dieser Satz enthält ein Modalverb. Wir beginnen mit wir, können den Tisch schmücken. Okay. Nummer 3. Einladungskarten kann ich schreiben. Ja, ich kann Einladungskarten schreiben. Sehr gut. Nummer 4. Mir das T-Shirt gefällt.
Ja, das T-Shirt gefällt mir. Jetzt bitte öffnet Seite 40. Wir haben hier ein Titel, ich lade dich ein. Ja, Einladungen zum Geburtstag. Das sind Geburtstags- oder Einladungskarten. Einladungskarten. Okay? Hier der Titel, Einladung zum Geburtstag. Liebe Sophie, ich lade dich zu meinem Geburtstag ein. Ich feiere am 15. Mai um 16 Uhr. Wir machen eine Gartenparty. Kannst du kommen? Ruf mich bitte an. Meine Adresse: Tulipenstraße 42. Meine Telefonnummer: 4536277. Deine Livia. Das ist der Geburtstag von Livia. Okay? Ich habe hier andere Einladungskarte. Geburtstagsparty. Wann? Sa. Sa ist die Abkürzung von Samstag. Okay? Samstag, Saturday. Samstag, 17. Februar. Okay, und dann um 14:30 bis 7 Uhr. Wo? Das Ort. Leipziger Straße 10. Geburtstagskind, der Name des Kind, Martin. Telefon 1721051. Wichtig, was ist wichtig für der Geburtstagsparty? Bitte Sportschuhe mitbringen. Wir fahren zum Indoor-Spielplatz Krokodilland. Martin. Okay. Lies die Einladungen. Wir haben das gelesen. Ergänze die Informationen in der Tabelle. Ich habe hier eine Tabelle. Wer hat Geburtstag? Livia. Wann ist die Geburtstag? Wann? Ja. Am 15. Mai. Okay. Und hier ist Nummer 1. Wer hat Geburtstag? Martin. Am 17. Februar. Okay. Wo feiert sie oder er? Sie, Livia. Er, Martin. Wo feiert sie? Wo feiert Livia? Ja, zu Hause im Garten. Und wo feiert er, Martin? Im Indoor-Spielplatz. Okay. Wie ist die Adresse von Livia? Ja, Tulipenstraße 42. Wie ist die Adresse von Martin? Ja, Leipziger Straße 10. Okay, das ist sehr, sehr leicht. Hören wir zusammen. Lädt Livia ein. Jetzt öffnet bitte das Buch. Entschuldigung. Ich öffne jetzt Screen. Ja, jetzt hören wir zusammen. Livia. Ja, Mama. Okay, jetzt hören wir zusammen das Gespräch zwischen Livia und
Ihre Mutter? Bitte, was ist richtig? Sandra? Sandra lädt Livia ein. Livia lädt sie ein. Livia lädt sie nicht ein. Ja, lädt sie ein. Ramon, Livia lädt ihn ein. Livia lädt ihn nicht ein. Okay. Jan und Jonas. Livia lädt sie ein. Livia lädt sie nicht ein. Okay. Aber Michael. Lädt Livia Michael ein oder nicht? Nicht. Warum? Michael ist krank. Okay. Bitte, hört noch einmal. Was passt zusammen? Wir lesen again, okay? Und was passt zusammen? Nochmal. Livia. Ja, Mama. Okay, jetzt Nummer 1.